Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Wochenimpuls für die Woche vom 27.12. bis zum 2. Januar 2022. Wow, wo ist die Zeit geblieben? Ich sitze heute hier, wo ich das Video für euch aufnehme am 23. Dezember und ich hatte fest vor, das Reading vor Weihnachten an euch zu schicken auch mit Weihnachtsgrüßen und ja, die Planung war da und dann irgendwo ist die Zeit so verrannt, dass ich gestern Abend dachte Oh, wei, oh wei. du musst jetzt am 23., also heute, Gas geben, damit noch der Wochenimpuls hinausgehen kann. Denn es war mir ein Anliegen, das noch am 23. fertig zu machen, um eben auch Weihnachtsgrüße für euch alle mitzuschicken und ähm, ja, das Ganze vor den Rauhnächten auch einzuläuten. Also jetzt, ich... Oh, tief durchschnaufen, denn es war schon sehr, sehr actionreich die letzten Tage. Ich habe in dieser Woche gemerkt, es waren ja noch viele, viele Termine, auch mit euch zum Teil. Es kam noch mal vieles hervor, Wandlung durfte geschehen und man hat immer mehr gemerkt, wo geht das alles hin? Also, ich konnte das auch in den karten sehen, in den gebuchten persönlichen, was da noch mal alles so hochgeploppt ist. Und ja, Portaltag-Energie. Portaltag-Energie, die einfach mit dabei ist. Und diese Portaltag-Energie, die spüren wir natürlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke jetzt so langsam, oh, ich bin reif für ein Wochenende, für ein langes Wochenende. Und das sind ja dann drei Tage im Kreis der Familie. Nicht ganz, denn ich habe ja so den ein oder anderen Termin mit euch. Für die Rauhnächte. Aber das ist ja in einem anderen Rahmen. Ich freue mich schon riesig, riesig drauf. Denn es ist alles in den Startlöchern. Es ist alles hier vorbereitet. Es liegt und ich bin so gespannt dann auch bei dem, was ich für euch vorbereitet habe. Die Reise durch Märchen, Märchen, die uns etwas zeigen und offenbaren eine Thematik, die dabei ist. Dann noch in Verbindung natürlich, welche Energie kommt aus dem Maya-Kalender. Da habe ich auch noch mitgeschaut. Und da geht es für uns in großen Schritten hin. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, jetzt aber haben wir die kommende Woche. Und die kommende Woche, ja, das ist ja dann schon nach Weihnachten. Und da sind wir ja dann schon in den Rauhnächten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die letzten zwei Tage Erkenntnisse gehabt, auch für die Rauhnächte, weil ich ja immer so gucke, die ganze Vorbereitung und auch alles noch hinzubekommen und auch so einige Traditionen weiterzuführen, wie eben unter anderem, dass man in den Rauhnächten keine Wäsche aufhängt. Das ist immer so ein Ding. Die einen sagen, man darf nicht waschen, die anderen sagen, es geht nur um das Aufhängen. Ich schaue immer, dass ich wirklich vor Weihnachten alles wasche und dann auch alles weg ist und dann kommt man gar nicht in Versuchung, irgendetwas zu tun. Ja, bei uns ist aber allerdings eine besondere Konstellation, denn mein jüngster Spross... Der zieht aus nach Weihnachten. Ja, es wird Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen für ihn. Und mein Sohn hat natürlich gedacht, okay, er nutzt die Gunst der Stunde nochmal und hat der Mama da ganz schöne Wäscheberge hinterlassen. Äh, beziehungsweise sich nochmal waschen lassen. Das Waschen ist ja immer das eine, aber es hängt ja dann auch einige Wäsche. Und ich war dann vor zwei Tagen bei mir in der Waschküche gestanden und dachte mir so, okay. Irgendwer müsste diese Wäsche wegräumen und irgendwer müsste bügeln. Ja, die Erkenntnis, die mich traf, irgendwer bin dann wohl ich. Und <laughs> ich habe so mich umgeschaut und dachte so, okay. Das gibt die ein oder andere Nachtschicht, um die Wäscheberge zu beseitigen. Also ich bin mal sehr gespannt auf, auf eure Nachrichten, ob euch das ähnlich gegangen ist. Oder ob ihr sagt, okay, euch interessiert das nicht mit der Wäsche. Aber ja, das war nochmal doch ganz schön sportlich, muss ich ehrlich gestehen. Aber das ist ja gut so. Und ähm, naja, wer weiß, es ist einfach so wichtig alles. Jeder muss für sich die Impulse mitnehmen und das ist gut so. So, jetzt schauen wir aber auf die kommende Woche. Die kommende Woche beginnt am Montag mit einer neuen Maya-Welle. Am 27. ist eine neue Maya-Welle und die neue Maya-Welle, ja, was hat sie in sich? Was bringt sie mit sich? Ähm, wir haben dann zwar die Portaltage rum, aber. Es gehen die Zentrumstage los. Und ich habe das ja schon in verschiedenen Videos von der Meierwelle auch gesagt, dass die Zentrumstage nicht minder weniger zu beachten sind. Denn es sind gleich 20 Zentrumstage. Also wir hatten 10 Tage, dann kommen die 20 Zentrumstage und dann kommen ja Ende Januar nochmal 10 Portaltage am Stück. Die Zentrumstage, die ticken ähnlich. Da sind wir auch sehr gefordert, sehr an der spirituellen Dünnhäutigkeit, so möchte ich es mal formulieren. Also, da darf vieles, vieles. Geschehen. Und das, was hier geschehen wird, das wird ein ziemlicher Wandel werden. Also da bin ich felsenfest überzeugt, weil dadurch, dass ich die Rauhnächte ja vorbereitet habe und die Themen gesehen habe, die da kommen und all das, was ich in die Vorbereitung reinfließen habe lassen, ist mir schon sehr bewusst, dass das schon sehr intensiv wird. Und jetzt möchte ich mit euch schauen, was bedeutet das denn hier dann auch für uns? Und dem, was da kommt. Wir sehen. Brich aus. Probiere Neues aus, um zu wachsen und zu lernen. Brich aus. Wo hast du Gedanken? Wo möchtest du etwas Neues starten? Und ich glaube, das wird tatsächlich in der kommenden Woche mit den Raunächten, mit den Zentrumstagen ganz schön anklopfen. Da werden Themen auf den Tisch kommen, die immer mehr drücken, schieben und... Die einfach hier ja, umgesetzt werden wollen. Also probiere aus, um zu wachsen und zu lernen. Und das Experimentieren, das wird dir hier mehr oder weniger mit in die Schuhe geschubst. Was noch wichtig ist in dieser Zeit, pass auf, sagt die Karte, sie sagt aber, achte auf sich wiederholende Zeichen und eine innere Führung. Darin können wertvolle Hinweise stecken. Das baut hier schon aufeinander auf. Du bekommst Botschaften und diese Botschaften, die wirken nach, oftmals. Ist es wirklich so? Du hast den Impuls, du schreibst ihn vielleicht auf und sagst, okay, beschäftige ich mit. Und dann merkst du, okay, das wird immer, immer mehr und dann gehst du daran. Und das ist genau das Thema, das so wichtig ist. Denn was steht an? Gesegnete Veränderung. Das bedeutet, ja, Lebensveränderung. Es wird dir ein großer Segen geschickt. Diese Veränderung, die hier mit dir in dir, und das ist für jeden, für uns individuell ganz besonders. Wir dürfen wachsen, wir dürfen wandeln und das, das ist gut so. Also ganz, ganz wunderbar. Ja, ihr Lieben, mit dieser Botschaft und bevor wir in die individuellen Botschaften gehen, weil ich ja weiß, dass nicht immer alle bis ganz zum Ende alles durchhören, möchte ich das noch hier ganz am Anfang noch an euch weitergeben. Ich schicke euch oder wünsche euch beides, schicke euch Licht und Liebe sowieso immer, aber ich wünsche euch... Ein wunderschönes Weihnachtsfest, genießt es, nehmt es an im Kreise eurer Liebsten und Lieben. Und ich glaube, es ist mal ganz wichtig, gewisse Themen, die uns jetzt schon ganz, ganz viele Zeit begleiten, mal wegzuschieben und mal wieder den Kreis der Familie um sich zu haben, Kraft zu tanken zu sich zu kommen. Und ich wünsche euch vom Herzen, dass ihr zum einen mal Auszeit genießen könnt, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest habt, ein besinnliches Weihnachtsfest und einfach diese Zeit zusammen genießen könnt. So ihr Lieben, jetzt aber schauen wir und gucken in die Karten und was das alles bedeutet. Der erste Stapel. Der zweite Stapel und der dritte Stapel fühl einfach mal in deinem Bauch hinein, spür hinein, was kitzelt dich so an, welche Botschaft möchte jetzt angeschaut werden und angehört werden von dir. Alle, die den ersten Stapel gewählt haben, was zeigt sich bei euch? Bei euch sehen wir, es geht tief um das Thema Loslassen. Loslassen. Lassen Puh, das ist immer so ein Thema, wo jeder von uns schwer durchschnauft. Aber was möchte dir die Karte sagen? Ja, du darfst und du kannst alles hinbekommen, was dein Herz möchte: dein Glück, deine Gefühle, all das, das wird angeschaut. Und manchmal geht es eben darum, dass man Dinge loslässt frei lässt, sich von Bindungen befreit, um dann für sich und da passt dass das, dass die Blüte, diese Blüte Kerzenblüte hier ist, frei zu werden, sich zu entfalten und das sieht man hier ganz arg bei dir. Das wird ein wichtiges Thema, das wird dich begleiten durch die Rauhnächte Nächte, etwas loszulassen. Wir sehen aber auch, und da sehen wir, da ist Erzengel Michael an deiner Seite, der sagt, dein Kampfgeist erwacht, Gerechtigkeit wird dir widerfahren. Das ist jetzt auch eine tolle Kombi, denn mit Erzengel Michael an deiner Seite dürfen wunderbare Dinge geschehen. Jetzt sollst du loslassen Dinge, die nicht gut sind, Dinge, die vermutlich dann auch nicht mehr bei dir sein sollen, die sich verändern sollen. Und dann kommt dein Kampfgeist. Du wirst kämpfen. Du wirst, wobei ich glaube gar nicht, dass es so viel um Kampf geht, eher den Weg für dich finden. Ganz klar, den Weg für dich und wo es hingehen soll. Dass du siehst, ja, da geht es für mich hin. Gerechtigkeit, das ist wieder ein Ausgleich. Das passt auch, denn ich mache ja immer zu den besonderen Portaltagen, den Karmischen Rat und gerade wenn ich die Kartenreadings des Karmischen Rates anschaue, hat man oft gesehen, dass es in diese Gerechtigkeit, in den Ausgleich ging. und All die Kartenreadings, die ganz normalen, in Anführungszeichen, die nicht karmischer Rat waren, da war auch viel der karmische Rat, der sich gezeigt hat. Also es war ganz interessant. Und jetzt haben wir bei dir hier auch noch die Gerechtigkeit. Also da ist wohl ganz, ganz viel, was in diese Veränderung geht. Und das, das ist echt schön. Wir sehen bei dir noch ein weiteres Thema, um das es geht. Und da kommt der Hammerhai, der sagt, es geht um Selbstermächtigung. Diese Karte sagt dir ganz klar, warte nicht auf Chancen, sondern ergreife sie. Eine Chance zu ergreifen, zu nutzen, mit Begeisterung dranzugehen, mit dem Kampfgeist, den wir hier gesehen haben. Also du kannst Gefühlt unmögliche Aufgaben jetzt meistern. Urinstinkte kommen zum Vorschein. Dein Bauchgefühl, das wird immer mehr ankitzeln und die geistige Welt, die verbindet sich sowieso mit dir. Und dann ja, darfst du dich groß, darfst dich weit machen und du darfst ganz, ganz neue, neue Ziele ja fokussieren, dich danach ausrichten und da dürfen neue Dinge in dein Leben kommen. Das ist einfach schön. Wir sehen dann für dich die nächste Karte, die sagt, ich bin in Balance. Und diese Karte sie fordert dich auf, dass du deine Energien von Aktivität und Ruhe ins Gleichgewicht bringst. Das ist auch gut so und ich glaube, das ist wichtig und dass das so kommt, zeigt einfach ja, eine gewisse Aktivität darf da sein, aber auch genug Ruhe und Muse und gerade über die rauen Nächte hinweg Deutet sich das sehr an. Was wir hier weiter sehen, und das ist jetzt auch spannend bei dir: da kommt der Blutmond, und diese Karte sagt dir, vielleicht liegst du falsch, vielleicht ist dann dein, in deinem Inneren ein Kampf, der da tobt, vielleicht ist da auch ein Glauben an dich oder an Menschen, die verloren gegangen sind. Also da ist etwas in dir, was gefühlt am Kämpfen ist und jetzt ist es die Zeit, deine Energie zurückzuholen, aus dem Gefängnis von alten irrsinnigen Gedanken auszubrechen. Und jetzt schau mal, ich lege das mal bewusst hier unter die Karte von Erzengel Michael, der wieder sagt, dein Kampfgeist ist erweckt. Hier sieht man aber, okay, was ist so wichtig? Also achte ganz genau, wenn dein Kampfgeist erweckt wird, denn dieser innere Kampf, der da tobt, wo es um den Glauben an dich oder auch an Menschen geht, dass du verloren hast, das, das wandelt sich. Also, dieses Negative wird in so einen Umkehrschwung gebracht, wo du für dich merkst: Ja, jetzt bist du auf dem richtigen Weg, du bist da, wo du dich hin entwickeln sollst. Und das ist gut. Du darfst Altes loslassen. Und in dem Fall, da haben wir jetzt diese Rückkopplung. Du darfst dieses alte, diese irrsinnigen Gedanken, diese kleinmachenden Gedanken, all das, das fegst du weg, das schiebst du weg, weil es ist jetzt an der Zeit, etwas Neues und dich neu auszurichten. Und das Ganze, dann wird, wird noch astrologisch hier mit der Waage unterstützt, die wir hier sehen. Und diese Karte, ja, die Waage, die sagt dir, es geht um Gleichgewicht. Wir hatten hier schon mal das Gleichgewicht, jetzt da auch. Also. Immer wieder Gleichgewicht scheint ein wichtiges Thema zu sein. Halte die Waagschalen ja parallel, dass nicht eine weiter nach unten geht, die andere weiter nach oben. Denn dieser Ausgleich, ja, und diese Balance, es ist alles. Wichtig. Also, du wirst auch erkennen, auch hier mit diesem Thema, der Kampfgeist ist erwacht, die eine Waagschale, und in der anderen Waagschale all diese negativen Dinge. Auch das gilt es im Balance zu halten für deine ganz persönliche Entwicklung. Und das ist nicht negativ, im Gegenteil, das ist positiv, damit du jetzt hier eben dich entwickeln kannst. Wenn wir hier jetzt auf die nächsten Karten schauen, das unterstreicht das so ein bisschen, denn da kommt für dich die Karte Beunruhigende Nachricht. Beunruhigende Nachricht, das sind immer Nachrichten, ja, die sind nicht schön. Aber, und da möchte ich euch etwas aus unserer Familie berichten. Es ist jetzt ein Jahr her, am zweiten Weihnachtsfeiertag hat meine Stieftochter angerufen, hat ganz erbärmlich geweint ganz schlimm. Ich habe zu ihr gesagt, was ist passiert? Im ersten Moment denkst du, es ist jemand gestorben oder was auch immer alles passiert ist. Ja, was ist passiert? Der Vermieter von ihr hat sehr treffend am zweiten weihnachtsfeiertag angerufen, die Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt. Tolles Timing, super an Weihnachten. Ja das war natürlich echt crazy und das noch in Zeiten, in denen wir alle feststecken, ihr wisst selber, was so im außen ist und das war eine Situation, das war echt heavy und ich musste, als ich diese Karten vorhin gezogen habe, daran denken und dachte mir, Mensch, das muss ich mit euch mitteilen, weil ich habe damals schon zu meiner Stieftochter gesagt, habe ich gesagt, wer weiß, für was es gut ist. Das hat seinen Grund, warum es so kommt, wie es kommt. Da ist etwas anderes für euch vorgesehen und ja, was ist passiert? Innerhalb von, ich glaube, keine 14 Tagen hatten sie eine neue Wohnung, die viel, viel besser zu ihnen gepasst hat. Und dann ging alles rasend schnell. Und bei dir, das erzähle ich dir aus dem Grund, weil, was haben wir gesehen, in der übergreifenden Energie auch dieses Ausbrechen. Jetzt haben wir hier auch wiederum gesehen, Kampfgeist wird erweckt. Also, das ist genau so etwas, was hier bei meiner Stieftochter vor einem Jahr passiert ist. Und da ging es auch um das Thema Loslassen. Also es passt unwahrscheinlich. Deswegen, egal was kommt, bleibe in deiner Balance. Es ist etwas anderes vorgesehen und erinnere dich an diese übergreifende Botschaft, dass gesegnete Veränderungen anstehen. Also mach dir keinen Kopf, weil wir sehen nämlich bei dir, und da kommt die nächste Karte, die sagt Veränderung. Und das ist tatsächlich sogar eine Karte, die auch sagt, okay, da ist was im Umbruch, das kann auch ein Umzug sein, ähm, eine Veränderung, die jetzt... Kommt. Und diese Veränderung, dieser Wandel, der ist positiv. Der ist sehr, sehr positiv. Du wirst allerdings schon auch geprüft. Du wirst gekitzelt, weil was kommt auf dich zu? Und das sehen wir mit der nächsten Karte. Das ist die Armutskarte. Das ist eine Karte, wo man erstmal denkt, oh, man verliert Geld. Okay, diese Karte sagt schon, okay, ja. Ein gewisser Verzicht ist da, Entbehrungen sind da. Da, da geht man schon durch, durch so ein Nadelöhr durch. Aber, aber, all die Karten, die du hast, bleibe in Balance. Es geht um Selbstermächtigung. Es geht darum, dass du in deine Kraft kommst. Und es geht darum, dass etwas Positives passiert. Also nicht alles gleich schwarz sehen, sondern nimm die Situation an, bleibe in Balance. Also ich kann das nur wiederholen, bleibe im Balance, nimm es an. Ich denke, das wird sich sehr, sehr positiv entwickeln und du musst dir keinen Kopf machen. Ich weiß, das ist manchmal leichter gesagt wie getan. Bleibe bei dir, bleibe wirklich bei dir und setze dich hin, mach ein Um und <laughs> komm wieder runter. Ich glaube, das ist wirklich wirklich gut für dich. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben, was kommt bei euch? Wir sehen hier Erzengel Zadkiel. Er kommt hier und was möchte er tun? Er ist dabei, dir zu helfen bei deiner Haltung für Toleranz, aber auch, dass du in Vergebungsarbeit gehen kannst. Er arbeitet sehr intensiv mit dem violetten Lichtstrahl der Reinigung und auch, wo es um Wandlung geht. Er hilft dir auch, niedrige Schwingungen loszulassen und in eine höhere Seinsform aufzusteigen. Er kommt zu dir, weil es um Reinigung geht: Reinigung, Klärung, den Weg aufzeigen, tolerant zu sein und Vergebung. Eine Menge, die da schon kommt und die sich zeigt, aber es scheint gut zu sein. Es scheint wichtig zu sein, dass du diesen Weg gehst. Denn was wir weiter hier auch sehen, und das zeigt die nächste Karte: es geht um unendliche Schöpferkraft. Nimm dein Leben in die Hand und erfülle dir deinen Traum, sagt diese Karte. Wow, nimm dein Leben in die Hand, erfülle deine Träume. Welche Träume hast du? Was sind deine Ziele fürs Leben? Was ist vielleicht auf der Strecke geblieben? Wo hast du noch nicht ganz so aktiv nachgeschaut, wie es weitergehen kann? All das kommt dazu. Vielleicht, ja, ist da das Thema Toleranz und Vergebung auch hier mit dabei? Vielleicht musst du dir auch selbst vergeben, vielleicht auch anderen, um dich hier zu entwickeln. Und das, ja, das zeigt es auf. Wo es hingeht. Für dich kommt ja aber auch noch der Wasserdrache dazu. Und der Wasserdrache, da geht es dann schon ein bisschen so in die Gefühle, tiefe, tiefe Gefühle. Es geht aber auch um Fähigkeiten und das Ganze im Wasser. Das heißt für dich, du hast eine Kraft, du hast eine Dynamik, die ein bisschen verborgen ist. Vielleicht traust du dir selber noch nicht so ganz. Es gilt aber jetzt, du darfst jetzt deinen Träumen, deinen Ideen, deinen Gedanken, du darfst allem folgen. Es wird sich noch verstärken, du wirst noch mehr Visionen, noch mehr Träume bekommen, um zu wissen, wo es hingeht. Denn alles ist möglich, sagt der Wasserdrache. Alles ist möglich, du hast es in der Hand. Und das Ganze gehört wieder... In die Richtung habe Vertrauen in das Universum. Und da haben wir es schon. Im Vertrauen zu bleiben. Alles in deinem Leben hat einen Sinn. Vertraue darauf, dass alles ineinander sich fügen wird. Da gehört auch das Thema Geduld dazu. Und ich weiß, das ist ja immer so ein Knackpunkt. Nicht immer kann man geduldig sein. Nicht immer ist das möglich. Aber es ist doch auch oft möglich. Also schaue wirklich, dass du immer weiter hier entsprechend hingehst, achte auf die Träume, Visionen und was möchtest du umsetzen und spätestens jetzt mit diesen Karten ja, erstelle dein Vision Board für deine Träume, für deine Lebensziele. Wo willst du hinkommen? Wo willst du ankommen? Es ist so wichtig. Du wirst hier noch ein wenig unterstützt, deswegen kommt der Steinkreis und der Steinkreis. Der kommt deswegen, weil deine Vorfahren, die schicken dir jetzt Unterstützung. Die schicken dir Unterstützung, um deine Träume zu erfüllen. Das heißt, du hast sehr, sehr viel Ahnenenergie mit dabei. Das können Botschaften sein. Das können Zeichen sein. Und wir haben es in der übergreifenden Botschaft gesehen. Ich hol's noch mal für dich her. Wiederholende Zeichen, aber auch deine innere Führung. Und das passt hier dazu. Die Ahnen schicken dir Botschaften. Sie wollen dich unterstützen, damit deine Träume in Erfüllung gehen. Diese Zeichen, die du bekommst und manchmal auch gewisse Synchronizitäten, die um dich herum passieren, das soll ein Hinweis sein. Ein Hinweis, dass es alles kein Zufall ist. Dass es gut so ist, dass es wichtig ist und dass diese Entwicklung entsprechend vorwärts gehen soll. Das, was für dich weitergekommen ist, da gehen wir ins Astrologische und da haben wir hier, ja, was haben wir hier? Wir haben hier den Wassermann, der Wassermann, der Wassermann, eine Energie, die schon sehr bald kommt im kommenden Jahr. Das ist oftmals so ein Zeichen auch, wenn ein Sternzeichen kommt, dass das schon sehr nahe ist, was hier alles sich zeigen soll. Ein Wassermann, Wassermann-Zeitalter, wir kennen alle diese Botschaften. Da geht es darum, dass viel Fantasie dabei ist. Der Geist hat einiges zu bieten und ja. Der Geist sagt dir was von Wünschen und Träumen, die für dich so wichtig sind. Und der Wassermann, der schaut in seine Zukunft. Und ähm, da geht es für dich auch hin. Schau in deine Zukunft. Was soll in deiner Zukunft umgesetzt werden, damit du eben deine Träume erfüllen kannst? Wow. Wir sehen hier auch für dich, es kommt die Karte großes Glück. Wir haben es schon in der übergreifenden Botschaft gehört, dass gesegnete Veränderungen anstehen. Und jetzt hast du hier nochmal, also doppelt quasi, das große Glück liegen. Du hast hier gesegnete Veränderungen plus das große Glück. Also das kann eigentlich sich wirklich nur gut entwickeln. Eigentlich, ich habe das diesmal ganz bewusst gesagt, denn eigentlich ist immer, dass man sagt, ja, aber, ja, ja, aber, sage ich jetzt auch, drübe Gedanken sind da. Diese drüben Gedanken, die gilt es jetzt und da kommt Erzengel, Zartgeld ins Spiel, Violetta, Lichtstrahl, schick das mal gegen die drüben Gedanken und sag, hui, fup, weg mit dir. Die braucht es gar nicht. Diese drüben Gedanken braucht es nicht. Es braucht im Endeffekt an, das, an deiner Seite jemand, der dich unterstützt, der dich vorwärts bringt. Es braucht aber auch dich. Du unterstützt dich selber und bringst dich vorwärts. Und das, das ist hier wirklich wichtig. Wir sehen aber trotzdem, da kommt eine gute Dame. Das kann tatsächlich jemand sein, der entweder zuhört, dir nochmal Tipps gibt. Das kann aber auch sein, dass hier mit der guten Dame jemand kommt, der ein, ein Förderer ist, der dich anschiebt, der dir zeigt, okay, entweder mit Geld oder wie auch immer, dass du etwas umsetzen kannst, der dir nochmal Lösungen sagt. Manchmal kann das aber auch sein, nachdem wir hier Botschaften von den Ahnen haben, dass du jemand kontaktierst. Der Ahnen- äh, bzw. Verstorbenen Kontakte hat und dir da einiges an Botschaften mitgibt, weil eben diese Zeichen, diese Botschaften so wichtig sind, um dich vorwärts zu bringen, damit du dich entwickeln kannst und damit du eben deine Träume umsetzen kannst in die Realität, damit es künftig keine Träume mehr bleiben, sondern dass es deine Zukunft wird. Also ganz, ganz wunderbare Botschaften. Alle, die den dritten Stapel gewählt haben, um was geht es bei dir? Wir haben die erste Karte, die von einer Kooperation steht. Ja, das kann sein, dass du eine Kooperation eingehst, aber diese Karte, die hat noch viel, viel mehr Botschaften, denn sie sagt dir, du hast Talente, du hast Fähigkeiten und das, das sollst du zum Wohle aller einsetzen. Diese Karte fordert dich auf, Machtkämpfe, Konflikte, auch Rivalitäten loszulassen. Es geht nicht immer darum, der Sieger zu sein, sondern es geht darum, dass du mit den Menschen kooperierst. Und oftmals so vereinte Kräfte können eben viel, viel mehr erreichen. Diese Karte, ja, Kooperation richtet dich quasi in... Mehrere Möglichkeiten aus. Und da schauen wir mal, wie das weitergeht, was da noch dazu kommt, denn das gibt noch mehr Erklärungen. Die zweite Karte sagt dir, und da haben wir Samuel an deiner Seite: Samuel sagt dir, die Schwere fällt von dir ab. Leichtigkeit beflügelt dein Vorhaben. Ja, das passt. Wenn man alles als Kampf ansieht und man möchte der Beste sein und hier tatsächlich als Sieger aus Situationen herausgehen, dann ist das immer wie ein Kraftakt. Man ist am Schaffen, am Machen, am Tun gefühlt, man setzt alles in Bewegung, um Sieger zu werden. Manchmal geht es aber eben auch leichter mit anderen Menschen und dann kann man gemeinschaftlich ein Ziel erreichen. Also auch das steckt hier dahin und führt dich so ein bisschen dahin. Warum führt es dich dahin? Das sehen wir mit der dritten Karte, denn da kommt das Korallenriff und das sagt, es geht um Erholung und Innenschau. Das bedeutet für dich, tauche ab in die Tiefen, in die Tiefen in deinem Inneren. Da ist ein besonderer Ort und diese Innenschau zeigt dir auf, was gerade alles bei dir am Geschehen ist. Dieser Ort sorgt aber auch dafür, dass er dir vielleicht sagt, hey, mach dir nicht mehr so viele Gedanken, bleibe bei dir, ruh dich jetzt mal aus. Vielleicht warst du wirklich die die letzten Tage in einem Stresszustand, hast so viel und das und hier und da noch und jetzt sagt dein inneres, komm mal runter. Komm mal runter. Nimm Zeit für dich. Vielleicht nimmst du dir Zeit, schaust Filme an, in den Rauhnächten, die du schon lange anschauen wolltest. Vielleicht machst du Meditationen, die du auch schon lange vor dir hergeschoben hast. Vielleicht möchtest du auch einfach dich mal hinlegen und dich ausschlafen. Egal, was da kommt, es ist etwas, wo du in dein Inneres gehst, wo du ja bei dir bist. Hier solltest du auch auf Zeichen und Botschaften achten, aber das hatten wir ja auch schon in dem Übergreifenden, denn auch da kommen viele, viele Informationen. Und das heißt, wenn du schläfst, gerade in den Rauhnächten, das hat eine Botschaft für das neue Jahr und wird dir etwas aufzeigen. Das ist spannend bei dir. Wir sehen bei dir dann auch eine Karte, die sagt: Ich bin erfolgreich. Das ist jetzt interessant, denn hier haben wir ja die Kooperation und dass es gar nicht darum geht, siegreich zu sein. Aber jetzt sagt diese Karte, du bist erfolgreich. Wie denn das jetzt? Ja, diese Karte, die sagt dir, du folgst deinem Herzen und auf diesem Weg erntest du Freude, Erfüllung und auch Erfolg. Das heißt für dich unter dem Strich, es geht darum, dass du hier tatsächlich... Eine Erfüllung, einen, einen Punkt bekommst, der Freude in dir erzeugt, aber auch mit anderen. Und das ist es, wo es für dich gerade hingeht. Eine spannende Geschichte, ein Ausgleich, eine Balance, die es in dir bringt. Wir sehen dann bei dir noch den Mondkristall und der Mondkristall sagt, es geht darum, Aufmerksamkeit auf einen Punkt fließen zu lassen und dann hier tatsächlich auch diesen Punkt mit einfließen zu lassen. Ich finde das jetzt spannend, weil hier das Kerzenwachs runtergetropft ist, auch einen Punkt erzeugt hat. Das passt jetzt sehr gut dazu. Also das ist fast so, wie wenn etwas geschaffen wird, wo du deine Aufmerksamkeit hinschieben sollst. Also es passiert nichts ohne Grund. Auch, dass hier Kerzenwachs runtergeht. Also sei dir bewusst, die Mondkristalle, die verlangen deine Aufmerksamkeit. Es wird fließen. Du wirst zu einem Magier. Und dieser Magier, der kreiert seine Schöpfung. Der wandelt diese Schöpfung, harmonisiert sie. Der macht sie immer, immer, immer besser. Und da geht es für dich drum. Wir sehen bei dir, und da kommt ein astrologischer Aspekt dazu, wir haben hier noch Pluto. Und diese Karte, die möchte dich darauf hinweisen, dass bei dir gerade etwas sehr Intensives stattfindet. Das hat mit Tod und Wiedergeburt zu tun. Das ist eine Verwandlung, eine Erneuerung. Und da sind grundlegende Dinge dabei, die sich für dich in dem Leben verändern da passen die übergreifenden botschaften sehr dazu denn wir hatten ja wirklich hier brich aus ähm, du wirst neues lernen achte auf zeichen und die gesegneten veränderungen also du wirst hier Wirklich wachsen, wachsen in dieser Zeit. Du bist dabei, altes hinter dir zu lassen, du machst Platz für Neues und du gehst vorwärts, auch in den Gedanken. Denn hier, der Kooperationsgedanke, ist ja nochmal ein ganz anderer Faktor, wie wenn man Einzelkämpfer ist und vorwärts geht. Da kann man all mögliche Sportarten hernehmen. Wenn wir zum Beispiel, ich glaube, beim, ist das beim Biathlon, wo die auch den Staffellauf haben. Man kann es einzeln machen, man kann auch den Staffellauf. Das heißt natürlich gerade, und wenn wir mal dieses Beispiel nehmen, du kannst alleine mega gute Erfolge erzielen. Aber vielleicht braucht dieses Staffelteam dich, denn die haben auch ihre Qualitäten. Da kann zum Beispiel. Ich bin da jetzt nicht so fit im Wintersport, verzeiht mir, wenn ich das vielleicht falsch wiedergebe, aber ich kriege das nur ab und zu im Fernsehen mit, wenn dann geschossen wird und dann wird gefahren und einmal im Liegen und einmal im Stehen schießen. Ja, vielleicht bist du der perfekte Läufer. Du kannst vielleicht nicht ganz so gut schießen. Dafür können die anderen perfekt schießen. Das heißt, du kannst in so einem Staffellauf Zeit rausholen und die anderen, die schießen dafür perfekt. Das ergänzt sich dann natürlich. Also das ist das, was hier wichtig ist. Und da gehört natürlich diese Innenschau dazu, auch diese Tod und Wiedergeburt, was wir gesehen haben. Denn das bedeutet natürlich, dass du aus dem Thema, ich mache das alleine, herausgehst, um hier eben Dinge anzunehmen. Und da gehört auch eine Herzenskraft dazu, eine Verbindung zu anderen. Wenn wir hier jetzt auch schauen, warum wird das so wichtig? das kann jetzt natürlich der punkt sein und das erklären jetzt auch die kommenden karten ganz gut wir haben hier verzweiflung verzweiflung das ist eine karte wo man sagt da ist jemand echt am boden zerstört am boden zerstört warum und da möchte ich jetzt noch mal zu diesem beispiel vom wintersport gehen vielleicht bist du verzweifelt eben weil du nicht so gut schießen kannst und in dem einzelnen wäre das natürlich ziemlich bekloppt in dem gemeinschaftlichen in dem Staffellauf gleicht das wieder aus dann kann diese verzweiflung weichen weil man eben etwas wandelt weil dabei jedem der richtige ehrgeiz hervorgeholt wird und jetzt schau mal da ist die verzweiflungskarte hier hatten wir die schwere fällt von dir ab also es wird ein kurzer moment kommen aber das fällt dann auch wieder ab und das das ist gut so. Warum ist das gut so? Weil eben Wandlung bei dir geschieht und diese Wandlung, die sehen wir dann hier auch, dass das sehen immer jemand, der beschäftigt ist, der am nähen ist, ja, du bist beschäftigt und manchmal muss man eben beschäftigt sein, um diese Wandlung durchzuführen und dann kommt zu hohen Ehren kommen. Und genau darum geht es, du wirst dann in diese Kooperation, in diese Wandlung, viel erfolgreicher sein wie vorher, und das ist doch einfach etwas Schönes. Und das jetzt umgewandelt auf dein ganz persönliches Thema, wo du hinschauen sollst, gibt dir ganz, ganz viele Antworten. Ihr Lieben, ich bin am Ende angekommen. Es hat mir wie immer sehr viel Freude bereitet, und ja, ich wiederhole es hier noch mal. Ein wunderwunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit im Kreis eurer Lieben. Ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe und in diesem Sinne Namaste.